Zu dir kommen, auf Deutsch, so hat es im Eingangslied des MGV Altenmarkt Fürstenfeld hier gelautet. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid und mit uns heute die Sonntagsmesse gestaltet. Der MGV heißt eigentlich Männergesangsverein, aber es sind Frauen auch dabei. Vermutlich haben die Frauen ihre Mamsbilder nicht der Lunge fortlassen und sind mitgegangen singen. Schön, wunderbar, dass ihr da seid. Wir grüßen ganz herzlich Gäste aus der Schweiz, die heute da sind, Gäste aus Weißensee, wo der Fritz Strobel, der Skifahrer, her ist, aus Kärnten sind da. Und wir freuen uns, dass insbesondere auch ein diamantenes Ehejubelpaar da ist, allseits bekannt in unserer Pfarre, Frieda und Adi Wolf, mit der ganzen Familienfanclub. Herzlich willkommen. Wir grüßen auch wieder alle, die weltweit über Internet mit uns diese Sonntagsmesse mitfeiern. Und so fangen wir an im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Gott unseres Lebens, er sei mit euch. Und mit deinem Geist. Zu Beginn bitten wir im Kyrie um das Erbarmen Gottes. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünde nach, erführe uns zum ewigen Leben. Amen. Die Jubiläumskerze steht schon am Altar und diejenige, die es gestaltet hat, aus der Verwandtschaft unseres Jubelpaares, wird die Jubiläumskerze jetzt entzünden, wenn das Gloria für uns stellvertretend vom Chor gesungen wird. Na, alle sind wir mit. Mit unserer Organistin Felicitas. Geht schon los. Ehre sei Gott in der Höhe. Lasset uns beten, du schenkst uns ein gutes Wort, immer wieder, das uns aufblühen lässt. Lass uns hinhören
auf deine frohe Botschaft und öffne unser Herz, damit wir verstehen, was du uns sagst, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus dem ersten Johannesbrief. Liebe Schwestern und Brüder, wir wollen einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, stammt von Gott und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Liebe Schwestern und Brüder, wenn Gott uns so geliebt hat, müssen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott je geschaut. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Wort des lebendigen Gottes. Danke sei Gott. Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr.
In jener Zeit erzählte Jesus ein Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der Arbeiter für seinen Weinberg anwarb. Er einigte sich mit den Arbeitern auf einen Denar für den Tag. Manche arbeiteten von der Früh an, manche kamen erst am Ende des Tages, nur für eine Stunde, in den Weinberg. Am Abend sagte der Besitzer des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter, zahl ihnen den Lohn aus. Als jene, die nur eine Stunde gearbeitet haben, gleich viel bekamen wie jene, die den ganzen Tag arbeiteten, murrten und empörten sich diese. Da erwiderte er einem von ihnen: Freund, dir geschieht kein Unrecht. Hast du nicht einen Denar mit mir vereinbart? Nimm dein Geld und geh. Ich will dem Letzten ebenso viel geben wie dir. Darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder ist dein Auge böse, weil ich gut bin? So werden die Letzten Erste sein und die Ersten Letzte. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe mitfeiernde Christen, klein und groß, hier in der Kirche und vor den Bildschirmen am Internet, wo auch immer, liebes diamantene Jubelpaar, schön, dass ihr da seid. Diamant ist was Besonderes. Ein Diamant glänzt als kostbarer Edelstein, aber er ist auch sehr hart. Und so helft ihr mir heute mit beim Evangelium, denn das Evangelium ist auch etwas, was glänzt, was kostbar ist wie ein Edelstein, aber manchmal auch scheinschwer und hart zum Verstehen, wie eben das heutige Sonntagsevangelium. Das gibt's doch nicht. Da kommt einer zum Schluss, zum Arbeiten und kriegt gleich viel wie der Erste, der schon den ganzen Tag hagelt. Das würde kaum irgendwo gehen bei uns. Nicht umsonst spricht Jesus, mit dem Himmelreich ist es so, nicht auf der Erde ist es so. Aber immerhin, es ist eine Botschaft dahinter. Warum ist das so? Ich denke, ein erstes ist, wir leben eher in der Leistungsgerechtigkeit. Wo es wiegt, das hat's, als Preis-Leistungs-Verhältnis muss stimmen. Aber, und dafür will uns Jesus heute die Augen öffnen, es gibt neben der Leistungsgerechtigkeit auch die menschenorientierte Gerechtigkeit, die Menschlichkeit. Der Mensch bekommt Anerkennung nicht nur, weil er was leistet, weil er was schöpft und hackelt. Der Mensch bekommt einfach Anerkennung, weil er da ist, weil er wertvoll ist als Mensch. Weil ansonsten landen wir schnell dort, dass die Alten, die Behinderten, die nichts mehr leisten, unwichtig sind, nicht wertvoll sind. Also ein hochinteressanter Zugang vom Chef weg, nur vom leistungsorientierten Denken zum menschlichkeitsorientierten Gerechtigkeitsbegriff. Und so freut es uns sehr eben, wenn unser Jubelpaar zum Beispiel über viele Jahrzehnte durch in der Vinzenzgemeinschaft, vor allem im Kleiderladen, aktiv waren, wo nicht gefragt wurde, was kriege ich dafür, was habe ich davon? Und wenn Menschen gekommen sind, was hast du geleistet, dass du was kriegst? Nein, du bist da als Mensch. Du hast angeklopft, du kommst herein, nimm dir, was du brauchen kannst, wir geben dir was. Unzählige Stunden hat unser Jubelpaar für diesen Dienst im Kleiderladen in der Winzig-Gemeinschaft geschenkt. Die Schriftstellerin Ilse Eichinger schreibt einmal: Liebe. Die Liebe muss aus dem Vergleich herausgenommen werden. Aus dem Vergleich herausnehmen heißt, die Liebe endet, wenn verglichen wird, aufgerechnet wird, vorgerechnet wird. Du, ich tue das, du machst das, was tust du dafür, was mache ich dafür? Dieses Vorrechnen einer in der Liebe führt bei manchen Beziehungen rasch zum Abrechnen durch einen Scheidungsanwalt. Liebe rechnet nicht schon. Ihr liebes Jubelpaar habt es gezeigt, dass auch gerechnet wird in der Liebe. Nämlich, du kannst mit mir rechnen. 60 Jahre lang. Du kannst mit mir rechnen. Du kannst dich auf mich verlassen.
Ihr habt das wunderbar geschafft und ist ein Beispiel und eine Einladung, dieses Evangelium für uns alle, diese Gerechtigkeit und diese Liebe ein wenig immer wieder neu zu entdecken. So nehmen wir mit aus der Botschaft des heutigen Evangeliums. Ein Gott, der nicht zuerst nach der Leistung beurteilt, sondern nach dem Menschsein. Ein Gott, der eine Liebe will, die nicht vorrechnet und aufrechnet, sondern die vertrauen will. Und ein Gott, es kommt auch vor in der Geschichte, der jedem von uns eine Chance gibt. Bis zum Schluss hat jeder von uns die Chance, sich für Gott, für die Liebe zu entscheiden. Wir wissen zwar nicht, wann dieser Schluss kommt. Keiner kennt den Tag, keiner die Stunde. Darum ist gescheit nicht spät anfangen mit der Liebe zu Gott und den Mitmenschen und zu sich selbst. Sind wir dankbar für diese Botschaft dieses Gottes, den wir jetzt im Glaubensbekenntnis unser Vertrauen bekunden. Ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Mit unseren Bitten kommen wir zu dir. Heute, am Sonntag der Völker, bitten wir für die Armen und Notleidenden, die nicht mehr wissen, wie sie ihre Lebenskosten bestreiten und ihre Familien ernähren sollen, um Mut nicht aufzugeben. Und wir bitten für uns um Solidarität und Nächstenliebe. Wir bitten für die Ausgegrenzten und Verachteten, die in ihren Plänen und Träumen gescheitert sind, um die Begegnung mit Menschen, die ihnen Freundlichkeit und Liebe entgegenbringen. Wir bitten für die Kranken und Leidenden um Kraft, ihr Los zu ertragen, und wir bitten für uns um die Bereitschaft, ihnen beizustehen. Lasst uns heute an diesem Festtag in unserer Familie dankbar sein. Dankbar dafür, dass sich zwei Menschen vor 60 Jahren getraut haben, eine Entscheidung zu treffen, nämlich ihrer beiden Leben miteinander für die nächsten Generationen zu verbringen. Lass uns die nächsten Generationen sie damit als Vorbilder sehen. Und dass viele, viele junge Menschen den Glauben an das Miteinander nicht verlieren. Wir bitten dich, Herr. Guter Gott, wir danken dir, dass unsere Eltern 60 Jahre gemeinsam durchs Leben gehen konnten und alle Höhen und Tiefen miteinander bewältigt haben. Wir bitten dich über diesen Tag hinaus, lass sie weiter zueinander halten und schenke ihnen und uns als Familie noch viele gemeinsame, glückliche Jahre. Wir bitten für die Verstorbenen um Erfüllung ihres Lebens in Gott und wir bitten für uns, dass wir sie nicht in Vergessenheit geraten lassen. Wir bitten dich, Herr. So bitten wir durch Christus, unserem Herrn.
Amen. Zum Heilig bereiten Sie bitte Gotteslob 710 Absatz 6 vor. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Gott, für unser Leben, für die Schönheit deiner Schöpfung. Wir danken dir für Jesus. An keiner Not ging er vorüber. Sein Leben und seine Botschaft lehren uns, dass du ein Gott bist, der sich der Menschen annimmt wie eine Mutter, ein Vater sich um ihre Kinder sorgen, so preisen wir dich im Heiliglied. Du bist da, wo Menschen gemeinsam voll Vertrauen durchs Leben gehen. Du kommst jetzt in den Zeichen von Brot und Wein, so bitten wir. Sende deinen Geist über Brot und Wein, damit wir in diesen Gaben deine Liebe erfahren. Am Abend vor seinem Leiden nahm Jesus beim Mahl das Brot, sagte dir Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib für euch hingegeben. Er nahm den Kelch mit Wein, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus,
Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut für euch und für alle vergossen, zur Versöhnung und zum Frieden. Tut dies zum Gedenken an mich. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod erfüllen wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. So feiern wir diese Sonntagsmesse als Fest der Begegnung von Mensch zu Mensch zwischen Himmel und Erde in Dankbarkeit für die Gaben Gottes. Wir feiern als große Gemeinschaft der Kirche und bitten für unseren Papst, die Bischöfe und für uns alle, dass wir spüren, wir alle sind Kinder Gottes. Wir alle leben von der himmlischen Gerechtigkeit, von der himmlischen Liebe und sind eingeladen, diese Botschaft hineinzutragen in eine oft so angsterfüllte, traurige Welt. Wir bitten für all unsere Verstorbenen heute namentlich besonders für Eltern Wolf und Schirnhofer, Karl Gruber Eckendorf, Gerhard Bötzler Flattendorf, Franz und Anna Kern vom Ring, Mutter Theresia Spreizhofer, Franz Seemann, Maria Anna Bichler, Werner Maria und Ottmar Kogler, Kleindörfel. Nimm sie und alle unsere Verstorbenen auf und schenke ihnen die ewige Liebe bei dir. Lass uns in Gemeinschaft mit der himmlischen Mutter Maria und mit allen Heiligen dich loben und preisen, unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Es waren schon sehr viele Kinder und Ministranten heute bei der 8.30 Uhr Messe, aber einige haben sich noch verirrt. Alle Kinder dürfen nach vorkommen, zum Mitzeigen ist nicht schwer, kann die Mama, Papa oder wer auch immer da ist, mitkommen. Wenn sie die Mama nicht alleine traut, geht's mit, liebe Kinder, oder der Papa. Als Vater unser, ganz toll zum Mitzeigen. Oh, ein paar sind da. Tatsächlich, da drüben wäre es auch viel lieber. Okay. Gemeinsam mit den Kindern, und wir alle sind ja Kinder Gottes, dürfen Gott unseren Vater nennen. Thank you.
Gottes, er sei alle Zeit mit euch. Und in deinem Geist. Gebt einander mit einem fröhlichen Gesicht die Hand, sagt der Friede sei mit dir. Als Jubelpaar darf sie auch Busserl geben und die anderen auch, wer will. Das Brot des Lebens. Gott kommt in unser Herz. Er schenkt uns seine Liebe. Er nimmt hinweg alle Angst, alle Schuld der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Thank you.
Dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut. So hat es im Lied geheißen. Gott, wir danken dir, dass du gebaut hast. Das Haus des guten Wortes, das Haus der Gemeinschaft, das Haus der Begegnung, das Haus des heiligen Brotes. Bleibe bei uns, im Hause unseres Herzens, in der Kraft deines Segens, heute und alle Tage unseres Lebens. So bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Noch drei Termine für die kommende Woche darf ich Ihnen nun mitgeben. Am Donnerstag um 18 Uhr Treffen für Trauernde in den Räumen am Kirchplatz bzw. Trauerspaziergang. Am Freitag Erzengelfest um 8.30 Uhr Heilige Messe im Karner. Ebenfalls am Freitag findet von 10 bis 17 Uhr der Flohmarkt der Vinzenzgemeinschaft statt. Der Reinerlös kommt Menschen vor Ort zugute. Am nächsten Sonntag feiern wir Erntedank. Der Gottesdienst hier um 8.30 Uhr entfällt. Um 10 Uhr Erntedank, Festgottesdienst am Hauptplatz. Mitgestaltet von Kindern und Jugendlichen unserer Pfarre, der Stadtkapelle Hartberg und dem Kirchenmusikverein Hartberg. Bei extremem Schlechtwetter wird der Gottesdienst in der Stadtwerke Hartberghalle gefeiert. Aktuelle Infos finden Sie auf der Pfarrhomepage. Dieser Gottesdienst wird auch live in ORF 3 übertragen. Dann darf ich zunächst einmal Danke sagen allen für das Mitfeiern, für das Mitgestalten des Gottesdienstes, für die Texte, unserem Videoteam auch wieder herzlich für die Übertragung in die Kirche und in die große, weite Welt hinaus und für die wunderbare musikalische Gestaltung an der Orgel Felicitas Klingenstein, die heute zum ersten Mal bei der Zenomesse großartig musiziert und natürlich hier vorne der MGV, Männer-Mädchen-Gesangsverein Altenmarkt unter der Leitung von Irmgard Urschlein. Herzliches Vergelt's Gott. Ja, unser Jubelpaar. Am Ende dürfen wir auch natürlich nicht vergessen, in der Bibel heißt es, liebe Familie Wolf, er hütet euch vom Wolf in Schafspelz und bei euch ist umgekehrt. Freut euch an den braven christlichen Schäfchen im Wolfspelz, im Sinne mit dem Wolfnamen. Darf euch bitten, nach vorne zu kommen, liebe Frieda, lieber Adi. In den verschiedensten Bereichen der Pfarre, Frauenbewegung, Männerbewegung, Pfarrgemeinderat, Liturgiedienste, Vorbeterdienste und vor allem auch im Sozialkaritativen unzählige Jahre hindurch wart ihr ehrenamtlich für die Pfarre, fürs Dekanat und weiter darüber hinaus tätig. Und so freuen wir uns alle in großer Dankbarkeit mit euch mit, diese Dankbarkeit und euer Ruf eilt weiter bis nach Graz. So hat Bischof Wilhelm Krautwaschl geschrieben, er spricht dem Ehepaar Frieda und Adolf Wolf anlässlich ihres diamantenen Ehejubiläums für langjähriges, segensreiches Wirken in pastoralen und sozialen Bereichen der Pfarre Hartberg und weit über die Pfarrgrenzen hinaus Dank und Anerkennung aus Graz im September 2023, Diözesanbischof Dr. Wilhelm Krautwaschl. Ich darf euch das überreichen.
großer Dankbarkeit stehe ich heute hier. Segne, behüte diese Jubelbaum, ihre Kinder und Kindeskinder, ihre Familien. Bewahre sie vor schwerer Krankheit und Not und schenke ihnen noch viele Jahre in Gesundheit, Freude und Gottvertrauen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Herzlichen Glückwunsch und für euch ganz besonders, du großer Gott. Sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Und so segne, behüte und beschütze euch alle, besonders die Leidenden, Einsamen und Kranken. Es segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Freude und Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn.
Yeah.